Kutan Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am Mittwoch, den 2. Oktober 2019, begrüßte Thomas Gehl die Besucher zum 14. Herbstspektakel auf dem Rathausplatz in Frankenthal. Während Bürgermeister Bernd Knüppel mit der amtierenden Miss Strohhut Vanessa Quietsch mit einer Kutsche gezogen von einem Pferd aus der Frankenthaler Partnerstadt Rosolini über den Rathausplatz vorgefahren kam. Der Bürgermeister und Miss Strohhut nahmen mit einem Fassbieranstich die offizielle Eröffnung des Herbstfestes vor. Herr Knüppel, heute Abend das Herbstspektakel eröffnet. Was dürfen die Bürger erwarten in Frankenthal und natürlich auch die Gäste aus nah und fern? Ja, wir haben ein interessantes Unterhaltungsprogramm in den nächsten 5 Tagen. Man hört es im Hintergrund schon, die Band Spätlese spielt. Dann in den nächsten Tagen die Gaudi-Band der Donaudeutschen, auch immer wieder eine Band, die für reichlich Unterhaltung sorgt. Oder Sabrina Boncourt und Band. Und nicht zu vergessen, morgen ab 16 Uhr das Kindermalen mit der Miss Strohhut auf den Kürbissen. Das ist sicherlich für alle etwas dabei. Wir haben gehört, am Sonntag gibt es auch noch einen verkaufsoffenen Sonntag. Wie haben sich die Einzelhändler darauf eingestellt? Ja, das ist auch immer ein großes Ereignis bei uns, verbunden mit dem internationalen Fest, wo sehr viele ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Köstlichkeiten präsentieren und etwas zu essen anbieten. Und natürlich die Einzelhändler, die sich immer etwas einfallen lassen, um hier Frankenthal im besten Bild erscheinen zu lassen. Das komplette Programm zum Herbstspektakel finden Sie natürlich auf mrnnews.de. Die Gruppe Spätles hat die Eröffnungsfeier musikalisch umrahmt.